Wenn ich hochtechnologische Spickzettel für die Schule entwickle und die nur zum Spicken gut sind, diese technischen Geräte, darf ich die dann überhaupt in Deutschland verkaufen? Wir klären es in diesen Nutzerfragen. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Es ist mal wieder Sonntag, Zeit für eure Nutzerfragen. Und der Nameless King, der hat offenbar großen, großen Hunger. Nameless King hat nämlich hier heute die erste Nutzerfrage und sagt, wenn ich zu einem Buffet essen gehe, darf ich mir dann Säcke mitnehmen und die voll mit Essen zum Mitnehmen packen? Ja, also Nameless King denkt an All You Can Eat und macht sich da fit für die gesamte Woche. Also bei einem Restaurant und einer à la carte Bestellung, da kann ich ja noch sagen, okay, ich habe hier einen Kaufvertrag. Das heißt, ich kaufe das Essen, was mir hier präsentiert wird. Dann kann ich das Essen gegebenenfalls auch mitnehmen, weil es mein Eigentum ist. Anders sehe ich das allerdings bei All You Can Eat oder beim Buffet. Hier könnte man eher an eine Art Mischvertrag, vielleicht einen Dienstleistungsvertrag denken. Denn hier wird schon alleine aufgrund der Natur des Vertrages nur angeboten, dass ihr kommt und vor Ort so viel verzehrt, wie ihr verzehren könnt. Das ist durch Auslegung zu ermitteln. Ja? Also theoretisch würde deine Annahme natürlich funktionieren, all you can eat, aber gut, es heißt ja auch all you can eat, was du essen kannst. Und die Auslegung muss einfach ergeben, das, was du essen kannst vor Ort und nicht zu Hause und in den nächsten Wochen und in den nächsten Jahren, sonst könnte man ja immer insgesamt das ganze Buffet hier abräumen. Es ist übrigens so, dass manche Restaurants jetzt auch begonnen haben, eine Strafgebühr zu erheben, wenn man bei All You Can Eat sich zu viel auf den Teller packt und es danach halt doch nicht mehr schafft. Das kann ich auch gut verstehen, denn die Restaurants, die leiden darunter, dass dann die ganzen vollen Teller wieder zurückgegeben werden, ist erstens natürlich eine riesen Essensverschwendung und zweitens auch ein riesen wirtschaftlicher Schaden für die Restaurants. Und selbst solche Strafgebühren, die können in Nutzungsbedingungen zum Beispiel, die müssten allerdings auch klar ausgehangen werden, vereinbart werden. Wichtig, dass ihr dann vorher da auf diese Strafbedingungen hingewiesen worden seid. Und ganz krass war es in England. Da gab es ein All-You-Can-Eat-Restaurant in Brighton. Das hat zwei Stammgästen jetzt Hausverbot erteilt. Da konnte man auch so viel essen, wie man wollte. Allerdings geriet die Situation da etwas außer Kontrolle, als die Herren, die dort immer essen gegangen sind, zum fünften Mal immer den Teller haben auffüllen lassen und dann ist Hausverbot erteilt worden. Selbst so etwas ist möglich. Die haben so viel gegessen, die Leute, dass sie nachher bei den All-You-Can-Eat-Sessions im Restaurant in Brighton nicht mehr teilnehmen durften. Jurio Shinoi fragt, wie sieht's aus, wenn ich früher mit 13 oder 15, heute bin ich 19, unerlaubt Geld meiner Mutter genommen habe und bei League of Legends zum Beispiel ausgegeben habe, kann ich das heute noch zurückverlangen? Nun ja, es ist so, dass Minderjährige nur beschränkt geschäftsfähig sind. Das heißt, du konntest damals nur Verträge schließen, die zu diesen Zwecken von Taschengeld bestritten worden sind. Also es gibt den sogenannten Taschengeldparagraphen im bürgerlichen Gesetzbuch. Und wenn du ein gewisses Taschengeld hast, darfst du das auch ausgeben. Solche Verträge sind auch für Minderjährige, auch für 15-Jährige schon damals wirksam gewesen. Allerdings ging es ja hier gerade nicht um dein Taschengeld, sondern das Geld deiner Mutter. Und jetzt ist die Frage, warst du hier Stellvertreter deiner Mutter? Nein, warst du nicht, denn es wusste ja keiner, dass deine Mutter wusste ja nicht mal was davon, dass du ihr Geld genommen hast. Insofern ist hier tatsächlich kein Vertrag zustande gekommen und das Geld kann zurückgefordert werden. Die Mutter könnte das Geld zurückfordern, aber jetzt hast du so einen Rahmen angegeben, 13 bis 15, heute 19. Sie darf es nur zurückfordern im Bereicherungsrecht, wenn der Sachverhalt nicht länger als 3 Jahre her ist. Die Verjährung beginnt am 31.12. des Jahres, in dem du das getan hast. Sagen wir mal, du hättest es gemacht im Jahre 2014. Dann beginnt die Verjährung am 31.12.2014, 2015, 2016, 2017. Dann wäre am 01.01.2018 Verjährung eingetreten. Dann müsste man also klären, wann du die Knete genommen hast. The Pox fragt, wäre das Verkaufen hochtechnologischer, nur zu diesem Zweck entwickelter und für Lehrer kaum identifizierbarer
Picker ein legales Geschäftsmodell. Und zwar an jeden Schüler, der einen Spicker braucht. Oder verstößt man dagegen gegen Gesetze? Da würde ich gerne mehr darüber erfahren, beziehungsweise würde wahrscheinlich mein 10-jähriger Sohn darüber gerne mehr erfahren, was du da für Spicker im Sinn hast, die so hochtechnologisch sind, dass kein Lehrer sie erkennt. Wie dem auch sei, Schüler verbieten natürlich solche Spickzettel, das Schulrecht verbietet solche Spickzettel und das regeln die verschiedenen Länder. Und insofern kann man erstmal sagen, nutzen dürfen die Schüler sie natürlich nicht. Aber es gibt kein Verbot, dass man solche illegalen, hochtechnologischen Spickzettel herstellt. Es gibt nur die Problematik, dass der Verkauf, auch wenn er geduldet wird, sittenwidrig sein kann. Was führt das? Warum kann so ein Verkauf sittenwidrig sein? Naja, der Verkauf einer Sache, mit der man nur illegale Sachen machen kann, der ist sittenwidrig. Und wenn jetzt so ein hochtechnologischer Spickzettel nur dafür da ist, dass man was ja, gegen das Gesetz verstößt, weil Schüler damit spicken wollen, dann ist der Verkauf sittenwidrig. Wozu führt das, wenn man etwas in sittenwidriger Art und Weise kauft? Es entfallen für den Käufer gewisse Rückgaberechte, wenn er die Sittenwidrigkeit kannte und ihr habt die ganzen Gewährleistungsrechte nicht. Aber der Verkauf selbst wird nicht verboten. Ähnlich ist das ja auch bei Radarwarngeräten. Die dürft ihr theoretisch kaufen, aber nicht einsetzen. Und insofern würde ich jetzt erstmal von der weiteren Entwicklung hier die Finger lassen, weil es dann doch einige Probleme mit dem Gesetz geben könnte. Das waren eure Nutzerfragen für heute. Die waren wir da sehr individuell, sehr spannend, haben uns einiges an Gehirnschmalz abverlangt, damit wir die lösen konnten. Weitere Nutzerfragen bitte unter dem Hashtag FragWBS hier unter das Video posten. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder eine Menge Nutzerfragen bis zum nächsten Sonntag sammeln können. Ich werde die hier wieder beantworten. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen rauf, lasst ein Abo da und wir sehen uns morgen hier an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin.